Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play GTA 5 mit Paxis. Wir sind gerade dabei, jemanden zu verfolgen. Irgendjemand Berühmtes, der von der Polizei gejagt wird. Wir sollen ein Foto machen. Ich bin echt gespannt, ob ich das hinbekomme. Das klingt irgendwie sehr schwer. Und dann auch noch nachts. Oh nein, wo die Straßen so voll sind. Ich versuche es da oben links. Wenigstens haben wir nicht das langsamste Auto, also das von Franklin ist schon ganz gut. Oh nein, nicht die Serpentinenhürde, kann man so schwer ausweichen. Wie soll ich, jetzt muss ich die Polizei, das sieht aber auch geil aus, oder? Die Polizei schafft es nicht reinzukommen, ich überhole die jetzt, oh mein Gott. Ich überhole jetzt die Polizei und versuche ein Foto zu machen, während ich fahre, bei so einer Fahrt. Genau, why not? Oh Gott, ich fahre gerade so schnell und so gut wie ich kann, ne? Und ich schaff's nicht, die zu überholen. Kann aber auch sein, dass das natürlich es kann sein, dass es gescriptet ist. Oh mein Gott. Es kann sein, dass es gescriptet ist und ich die gar nicht einholen soll. Wenn ich nämlich sehe, dass diese Polizeiautos hier so rumspringen, dann glaube ich eher, dass wir einfach nur durchhalten müssen, bis die Polizeijagd vorbei ist und dann können wir wohl ein Foto machen. Hoffe ich. Ich fahre ja schon voll Gas, wenn mir das die Strecke erlaubt und. Also ich bin gerade die ganze Zeit Vollgas gefahren und bin nicht rangekommen. Schon wieder, immer noch. Nein, ich darf nicht an die Polizei hinten ranfahren. Franklin hat die... Oh, was? Ich verfolge die doch aufs Brutalste. Da wissen die doch auch so, dass ich da bin. Aber ich habe ja gesagt, die Mission, die fühlt sich echt schwer an. Muss ich die echt überholen? I guess that's her. Oh, Scheiße. Oh nein, oh hier, oh nein, ist der Abstellplatz. Oh nein! Oh, ich weiß nicht, ob ich Bock habe auf die Mission. Die kostet mich jetzt eigentlich schon an. Ich darf nicht an die ranfahren. Guck mal bitte an, wo die Polizei langfährt. Also das ist ja hier so eng, wie soll ich denn die überholen, ohne dass ich die vielleicht mal touchiere? Wie soll ich denn ein Bild machen? Unbewaffnet. Scheiße, ich kann echt nicht gleichzeitig zwei Sachen machen bei dem Spiel. Ich kann nicht Handy auswählen, wie es aussieht. Ich bleibe mal bei unbewaffnet und hoffe, dass wenn ich nah genug dran bin, der dann halt automatisch ein Foto macht oder so. Vielleicht muss ich ja echt nur den Wagen verfolgen, bis die irgendwann quasi aufgeben oder so. Was? Das hat die Aufmerksamkeit der Polizei nicht. Was? Das war doch gerade wieder ein krasser Unfall. Also anscheinend muss ich schon richtig brutal reinfahren. Aber das war ja eigentlich schon ziemlich brutal. Für meine Verhältnisse, also für meinen Geschmack, so wie ich das sehe. Schön, wie ich jetzt gleichzeitig... Ich dachte, die Bitte ist nach links, aber hier. Schön, wie ich gleichzeitig... Das ist eine gute Frage, Franklin. Das ist eine gute Frage. Was für eine abgedrehte Scheiße, ey. Aber die fährt echt gut. Wer auch immer da drin ist, ist welcher Promi. Der fährt echt gut. Kann man nichts sagen. Besser als ich und die Polizei. Und Frank, den fährt ja eigentlich schon gut Auto. Ist ja, soweit ich weiß, hier der beste Fahrer. Ah. Nutze die Handykamera, um ein Foto zu schießen. Beverly. Verschwinde, bevor sie dich einbuchten. Warum sollen sie mich denn einbuchten? Aber gut, wir haben die Mission geschafft. Es war dann doch leichter als gedacht, weil wir sie einfach nur verfolgen mussten. Ich habe ja gedacht, wir müssen tatsächlich jetzt im Auto ein Foto machen. Bestanden! Mitten im Schlamassel, beschwipste Diva. Vielleicht hätte ich mir es länger anschauen sollen, was sie machen, keine Ahnung. Gut, wir wechseln zu Trevor
um seine Randale fortzuführen. Sie kann nicht so Trevor wechseln. Oh, er ruft nochmal an. What can I say? A great journalism. Our little sex tape sent Sloppy Poppy in a full-blown meltdown. How does it feel to be on the front lines, dude? Shit, it ain't exactly Iraq, man. And you know what? I might feel a little less degraded if I was fucking getting paid. All in good time. The truth comes first. I'll be in touch. Kann ich jetzt zu Trevor wechseln? Ja. Da gibt's ein paar Randale. Ich meine, jetzt haben wir schön eine Verfolgungsjagd gehabt, sind ein bisschen Auto gefahren und jetzt gibt's ein bisschen Ballerei. Ei, 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 ei. Oho. Oh nein, ist das ein Kerl? Alright, here we go. Oh Gott. Der fickt auch alles, oder? Der Trevor, der hat echt gar keine Grenzen. Verdammt nochmal. Frauen, Männer. No, it's all just a dream. It's all just a bad dream. Okay, vielleicht hat er den sogar vergewaltigt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht so geil. Anscheinend hat er sich hier auch ein bisschen Einlass verschafft. Oh, und hier liegt Blut. Ich will hier raus. Ach so, ja, das ist ja die Bude. Ach, das ist der Cousin von dem Typ. Alles klar. Den hat er gerade gebumst, oder was? Oh, hoffentlich nicht. Make it stop. Make him go. Oh Gott. Das kranke Schwein! Was ist denn da drüben? Hey, girl! Whatever. Hä? Vielleicht wollte ich bezahlen und Sex machen? Hat halterlose Strümpfe an, wenn ich das sehe. Die gehen ziemlich weit hoch. Ist das ein Rock, was die anhat? Oder ist das... Ja, das ist ein Rock. Und Louis Vuitton-Schuhe, oder was? Mit diesen roten... Sohlen oder was? Der hat keinen Bock auf mich und die vielleicht? Jesus, you're a mess. Why oh why do you exist? I ain't got time for this. What? Ach, dann halt nicht hier. Angstvollen Weiber, die kein Geld verdienen wollen, wie es aussieht. Warum parkt denn da sein Auto da drüben? Wo sind denn die Randale? Da oben. Boah, das ist ja echt weit weg. Mann, Mann, Mann. Aber egal. Ach, Moment, hier stehen doch noch mehr Autos. Dann nehmen wir nicht wieder die Karre von ihm. Die gefällt mir einfach nicht. Die ist so langsam. Okay, der ist schon mal nicht schlecht, aber ich glaube, da stand noch ein geileres Auto. Oder? Oder? Irre ich mich? Ist es vielleicht sogar das gleiche? Egal, wir nehmen jetzt das rote hier. Mit der bloßen Faust die Scheibe eingeschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das scheint gar nicht schlecht zu sein. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, diesen... ...einen Ferrari oder was das war, da zu fahren. War das ein Ferrari? Kann auch ein Lamborghini gewesen sein, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall die eine krasse Sportkarre. Dieses flachgelegte Ding, aber ich glaube, das ist ein Lamborghini? Ich weiß gar nicht. Ach, ist auch egal. Sobald wir das Auto sehen, zeige ich es euch. Und irgendwann fahre ich bestimmt auch mal damit. Hier, das war's. Ist das? Ja. Ist das ein Lamborghini? Schreibt mir in die Kommentare, was das war. Auf jeden Fall damit will ich mal fahren. Ich glaube, damit bin ich noch nicht gefahren. Aber stand halt noch nie einer rum, wenn ich mal einen gebraucht habe. Und wie gesagt, ich fange halt nicht an, um die Leute zu verfolgen, die gerade mit dem Auto fahren. Das mache ich nicht. Ach so, mir fällt gerade ein, auch bei den Randalen kommt es, glaube ich, darauf an, ob es Tag oder Nacht ist. Deswegen hoffe ich mal, dass wir zur richtigen Uhrzeit da sind. Aber ich denke mal, das ist meistens tagsüber. Wobei, solche Randale sind vielleicht nachts unauffälliger. Denke ich. Ah, das liegt echt schön auf der Straße. Also das wird nicht das schnellste Auto sein hier im Spiel. Aber mit dem kann man echt gut schnell fahren. Also mit dem kann man auch schön lenken, wenn man auch schnell unterwegs ist. Deswegen gar nicht schlecht. Übersteuert nicht so leicht. Eieiei, wie man hier... Okay, okay. Ich wollte gerade demonstrieren, aber... Ist ja nichts passiert. Ist ja nichts passiert. Versucht ihr mal ein Auto zu fangen, was mit, keine Ahnung, 120 oder mehr fährt.
Vielleicht waren es sogar schon mehr als 120, schwer einzuschätzen. Danger Zone. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wir hatten mittlerweile ja schon alles dabei. Hinterwäldler, Gangs, Militär. Diesmal mit Hipster oder Punks? Ich sagte, ich würde einen Film über seinen Ass und nennen es Cunts in Amerika. Aber das wird der post-ironische Use des Wortes Cunt, both offensive und gleichzeitig curiously anodyne. Hey, what the fuck? Ich finde dein T-Shirt mehr als ein bisschen offensive. There's one thing I cannot stand. It's post-ironic hipsters. If you don't like it, you can go back to Canada, dude. Come on, you want a piece of me, huh? Oh, what? Oh, fuck! Oh, run, you little fuck! Warum liegt denn da eine Pumpgun rum? Welcome to the danger zone. Neutralisiere 20, was? Hab ich nicht richtig gelesen? Auf jeden Fall auch wieder Wagen in die Luft sprengst, immer so. Warum hatte denn der Hipster eine Knarre? Das würde mich mal interessieren. Aber die macht nicht so viel Spaß, die Pumpgun, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Komm. Brennt denn das Ding mal? Minute habe ich noch. Er lebt hier noch? Na endlich brennt, wird aber auch Zeit. Wer kommt denn hier angesprungen? Wo kam denn der her? Spaß. Sind sogar Frauen mit dabei, wie es klingt. Ist ja immer noch nicht explodiert, das gibt's doch nicht. Brennt er schon nach einer Stunde. Die Energie verliert nicht wirklich viel. Na endlich, es wird aber auch Zeit. Ah, dann sind direkt mehrere in die Luft gegangen, perfekt. Oh, wer nervt ihn jetzt hier so rum? Wackelt aber alles, ist gar nicht so einfach. Ein scheiß Randalen hier. Die ist so sinnlos und so geil gleichzeitig. Na? Geschafft. Randale. Hipsters. Erledige 30 Gegner. Erledige 10 Gegner mit Kopfschüssen. Zerstöre 2 Fahrzeuge. Naja, immerhin. Oh nein, da war mein Fahrzeug auch dabei. Alle Randale sind jetzt freigeschalten. Ach, das waren jetzt alle. Okay. Gut zu wissen, schöne Hipster-Wägen, aber mein Auto steht gar nicht mit hier. Ach, da drüben steht's, da drüben. Naja, immerhin, da kann ich es mir noch holen. Aber ich brauch's ja gar nicht holen, weil wir jetzt zu dem Kollegen hier fahren, D, und der liebe D, den, da fahren wir mit Michael hin. Ah, da hat er wieder so eine Kackkarre. Ach, mit seinem komischen, merkwürdigen neuen Auto, wer weiß, wo er da wieder ist. Zu Hause? Nackt? Na, immerhin hat er wieder seinen coolen Anzug an. Würde ich sagen. Das war die falsche Richtung. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren da jetzt mal hin und schauen uns an, was der Kollege für eine Mission für uns bereithält. Welcome to the danger zone. Ah, das ist das Auto vom Seelenklempner. Das gefällt mir doch schon viel besser. Und sein hässliches Auto steht hier geparkt. Hä? Warum steht das nicht im Hof?
Sehr merkwürdig. Ist mir aber auch scheißegal, weil ich damit eh nicht fahren will. Ich nehme lieber den roten Porsche hier. Auch wenn rot nicht gerade meine Farbe ist bei Autos, aber egal. Ich sollte vielleicht mal das Ziel markieren, damit ich weiß, was der beste Weg ist. Tja, gerade noch rechtzeitig. Dann fahren wir direkt mal hier lang. Oh, die Karre ist echt verdammt schnell. Aber wie ihr seht, auch damit kann der Parapaxis umgehen. Natürlich. Was sonst? Puh, hätte ich doch fast die Kontrolle verloren. Aber noch gerettet. Sonne blendet etwas. Könnten wir eigentlich theoretisch nochmal zum Seelenklempner gehen? So wieder da? Nein, die Sprechblase wird gerade nicht angezeigt. Hallo! Das ist aber auch ein geiles Auto. Ich glaube, das ist ein... Na, Aston Martin soll das, glaube ich, sein. Könnt mich aber auch gerne in den Kommentaren belehren, falls es kein Aston Martin sein soll. What's going on? You're gonna dress up as traffic cops, you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, you... Finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose! Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Das hätte ich aber auch gerne, das Auto, was er da gerade gefahren hat. Das war, glaube ich, ein Audi R8. Aber auch da können wir wieder korrigieren. Ich kann mich eigentlich überhaupt nicht aus mit Autos. Aber ich kann mir jetzt Sachen merken, deswegen glaube ich, dass sie so aussehen. Oh, dann ist das jetzt... Ach nee, Quatsch, das ist glaube ich kein Aston Martin, sondern ein Maserati. Kann das sein, dass es ein Maserati ist? Ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare, ihr macht es schon. Die scheint auf jeden Fall mal nicht so eine krasse Beschleunigung zu haben wie der Porsche, aber trotzdem ein schönes Auto auf jeden Fall. Aber auch wieder rot, ich will keine roten Autos haben. Verdammt nochmal, schwarz ist viel geiler. Ah, das Ding hat hier auf Garantie eine schöne Endbeschleunigung. Endbeschleunigung, ich meine Endgeschwindigkeit. Oh, wo fahren wir denn hier wieder überall lang? OMG, da ist die Folge ja gleich wieder vorbei. Na egal. Ich fahre halt einfach so lang, wie es geht und dann halt nicht mehr. Müssen wir auch wieder sonst wo rumkurven. Da gab es auf Garantie auch eine kürzere Möglichkeit, aber... Oh fuck, wir müssen hier drauf. Da gab es auf Garantie auch eine kürzere Möglichkeit, aber... Ja, wir haben halt mal den ausführlichen Weg gewählt. Immerhin dürfen wir jetzt wieder schöne Schnellstraßen bzw. Autobahnen fahren. Juhu. Mal hier ein bisschen aufpassen, wird es aber eng. Hätte ich es da durchgepasst, aber je schneller man fährt, desto schwieriger ist es halt, durch so enge Gassen zu fahren. Und da das eine so vielspurige Autobahn ist, ist es ja überhaupt kein Stress. Und dann mal kurz warten und jetzt schneller fahren. Wir müssen auch hier nach rechts. Oh, gerade so geschafft und kein Unfall gebaut. Hui! Hier wird es wieder etwas enger. Wobei, das geht auch. Zwei Spuren, sehr schön. Passen wir hier noch durch. Nein, wir schaffen es nicht. Ah, fuck, wir haben einen dummen, blöden Unfall verursacht. Fahren aber einfach weiter. Als wäre nichts gewesen. Der andere Typ ist stehen geblieben, also ist er schuld. Ganz einfach. Na, das hier ist meine Standstreifenspur, meine Freunde. Bitte nicht weiter rüberfahren. So ist es doch. Es sind ja immer noch 1,5 Kilometer. Hey, Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grapeseed. Get the drivers there and get them going at speed. Dann
sind wir ja auch gleich da. Das ist aber echt kacke. Mir fällt gerade ein, warum gibt's denn hier keine Geschwindigkeitsanzeige? Warum? Es wäre doch total easy, dir irgendwo einzublenden, sobald man mit einem Auto fährt, unten rechts oder so. Man einfach so ein bisschen... Oh nein, Ausfall verpasst. Dass man einfach so ein bisschen den Blick hat, wie schnell man fährt und dann halt einfach einstellen kann, den Optionen, ob es in Kilometer pro Stunde angezeigt wird oder halt in Meilen pro Stunde für die verkappten Amerikaner, die der Meinung sind, dass sie als einzige... Hä? Ich muss da hochfahren, oder wie? Ja. Ja, die verkappten S-Amerikaner, die als einzige, so fast als einzige auf der Welt denken, oh komm, wir nehmen mal nicht das metrische System, sondern das Behinderte, das komplett beschissen ist. So dass wir immer umrechnen müssen, wenn die Rest der Welt, in der Rest der Welt irgendwas angibt von wegen Kilo, Meter und so weiter. So get in your cars and let's see if they move as fast as your mom. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. Alright. Das Rennen schauen wir uns dann beim nächsten Mal in Ruhe an. Oh, das blaue Ding ist ja richtig geil. Also die Farbe gefällt mir einfach total mega super sehr. Das ist, glaube ich, irgendein Permuteffekt. Egal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Parken, bis zum nächsten Mal. Und ja, beim nächsten Mal werden wir das Rennen machen, vorn starten. In diesem Sinne, macht's gut, tschö, tschö, bis morgen.